Süßes Kokosnuss! Hier, meine Kleinen, aber nicht alles auf einmal aufessen, ja? Nun gut, ich denke, es ist soweit. In der heutigen Halloween-Nacht ist das Tor zur Geisterwelt geöffnet. Vielleicht kann ich Mr. Snuggles wieder zurückbringen. Gut, dass ich das Zauberbuch von Madame Mim mitgehen habe. Ich meine, dass ich das Zauberbuch von Mim ausgeliehen habe. Okay, hier steht. Man muss folgenden Satz dreimal wiederholen und dabei an denjenigen denken, den man beschwören möchte. Das hört sich doch gar nicht so schwierig an. Etoinov Rednelagnom. Etoinov Rednelagnom. Etoinov Rednelagnom. Ah! Ich kann es nicht glauben, es hat funktioniert. Was? Wo bin ich denn auf einmal gelandet? Mr. Snuggles, bist du es? Ich bin's, Barbie. Ich habe dich gerufen. Barbie, ey, na, altes Haus, hast wohl auch endlich ins Gras gebissen, was? Ganz und gar nicht. Ich lebe und ich will auch dich wieder ins Leben zurückbringen. Was? Keine 10 Seebären kriegen mich wieder zurück auf diese Welt. Hier im Jenseits ist das klasse. Siehst du diesen Drink hier? Den habe ich schon seit heute Morgen und er füllt sich einfach immer wieder von selbst auf. Ich bin wohl im Himmel. Soll das etwa heißen, da... Ganz genau, du kleine Glitzermaus. Ich bleib hier. Ihr müsst euch wirklich keine Sorgen um mich machen. Mir geht es hier einfach blendend, du... Mr. Snuggles. Snuggylein, wo bist du? Aber was ist das denn jetzt? Wir warten. Oh, das ist nur eine neue Bekanntschaft. Eine Geisterdame. Weißt du was, ich muss jetzt wirklich los. Mach's gut, Barbie. Happy Halloween und küss die anderen schön von mir. Mr. Snuggles, warte, ich... Da geht er dahin. Also damit hätte ich ja wirklich nicht gerechnet. Scheint wohl so, als ob ich besser meine Finger von der Hexerei lassen sollte. Ah, noch ein Geist. Barbie, ich weiß genau, dass du mein Zauberbuch mitgenommen hast. Krieg es sofort wieder heraus. Fröhliches Halloween alle zusammen. Und denkt dran, wir Spielzeuge sind lebendiger als es scheint. Barbie!